Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich glaube, das kennen wir alle. Man hat so ein Vorhaben. Wir können jetzt mal auch als Beispiel nehmen die Neujahrsvorsätze, die man sich so macht. Oder auch jetzt im Hinblick auf den Sommer. Man hat vielleicht das Vorhaben, ein bisschen abzunehmen. Oder viele von euch haben auch immer wieder das Vorhaben, meditieren zum Beispiel in ihren Alltag zu integrieren. Man hat dieses Vorhaben und dann kommt plötzlich ein Widerstand. Und dieser Widerstand kommt auf jeden Fall. Dieser Widerstand ist auch gekommen, wo ich damals angefangen habe zu meditieren. Und wenn dieser Widerstand kommt, dann habt ihr genau zwei Möglichkeiten. Entweder ihr tut wieder die gewohnten Dinge. Ihr lasst euer Vorhaben also fallen. Oder ihr tut die richtigen Dinge und verlasst damit eure Komfortzone. Und ich weiß, das ist was Beängstigendes und das ist auch etwas, wovor uns unser Körper oftmals schützen möchte, weil er uns natürlich in der Sicherheit wissen möchte. Und vielleicht hilft es euch, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen, wenn es euch schwerfällt, die Komfortzone zu verlassen, etwas Neues zu tun. Uns wurde das Leben geschenkt. Das Leben ist ein Geschenk. Und wir sollten versuchen, jeden Moment zu nutzen, um glücklich zu sein. Also unser Leben wirklich auszukosten. Also stell dir doch mal die Frage, wie möchtest du leben? Wenn du ruhiger und gelassener sein möchtest, dann verlasse deine Komfortzone und nimm dir vor, täglich zu meditieren. Oder wenn du weißt, du hast blockierende Glaubenssätze aus deiner Vergangenheit, du hast Gedankenmuster, die du nicht losbekommst, dann tu etwas dafür, um das Leben leben zu können, das du dir wünschst. Vielleicht ist das eine Aufgabe für dich, vielleicht möchtest du es machen, dich mal hinzusetzen und aufzuschreiben, wie möchte ich eigentlich leben? Lass die ganzen Beschränkungen in deinem Kopf weg für keine Zeit, kein Geld, das geht mit Kindern nicht. Schreib einfach mal auf. Und es wird immer wieder Widerstände geben. Vielleicht später sogar mehr als jetzt. Aber du musst bereit sein, deine Komfortzone zu verlassen und auf Altes, Bekanntes zu verzichten, um voranzukommen, um dein Vorhaben umzusetzen. Wenn wir darauf verzichten, auf das Alte, auf das Bekannte, dann bringt uns das vorwärts, weil das heißt auch, Verzicht auf alten Ballast. Wir verzichten auf alten Ballast, wir lassen Altes zurück, was uns abhält, was uns wie ein schwerer Rucksack auf dem Rücken hängt, Sachen aus der Vergangenheit, die wir heute gar nicht mehr brauchen, das lassen wir alles zurück, darauf verzichten wir, um vorwärts zu kommen im Leben. Und diese Ängste, die wir da auch vielleicht in der Vergangenheit hatten oder diese Angst auch vor dem Neuen, das projizieren wir dann auch auf neue Erfahrungen, die wir machen. Und das muss man dann differenziert sehen, da muss man reflektieren und sehen, wo kommt diese Angst jetzt her, wo kommt dieser Widerstand her? Ist der gerade realistisch oder ist das in meinem Kopf gemacht und eigentlich etwas Unrealistisches? Und wenn du aber immer das tust, was du schon immer tust und was du kennst, dann wirst du auch das bekommen, was du schon immer bekommst. Also wenn du dir etwas Neues in deinem Leben wünschst, wenn du dir Veränderung wünschst, dann musst du auch andere Dinge tun, um dahin zu kommen. Du musst nur den Schlüssel finden in deinen alten Verhaltensmustern, um dahin zu kommen, um dieses Leben zu leben, das du dir tatsächlich wünschst. Und ich weiß, dass das schwer ist, vor allen Dingen alleine. Weil persönliche Weiterentwicklung braucht Führung, braucht eine intensive Zusammenarbeit mit jemandem, der dich motiviert, der dich inspiriert, der dir immer neue Impulse, neuen Input gibt, der dir hilft auf diesem Weg, der dir auch hilft, wenn halt Widerstände kommen, wenn die Ängste kommen, der halt auch mit dir schaut, was ist da in der Vergangenheit passiert. Katzen streiten sich heute sehr. Der halt auch mit dir guckt, was ist da in der Vergangenheit passiert? Welche blockierenden Glaubenssätze muss man vielleicht auflösen? Und wenn man sich wirklich extremst weiterentwickeln möchte, wenn man diesen Wunsch hat, ein anderes Leben zu leben als das, was man jetzt lebt, dann braucht es einfach diese persönliche Begleitung. Und das möchte ich dir anbieten. Dafür bin ich da. Das ist genau das, was ich in meinem täglichen Alltag mit den Mamas in meinem Coaching mache.
Also wenn du ein Vorhaben hast, was du umsetzen möchtest, wenn du nicht dein ideales Leben lebst, wenn du nicht auskostest jeden Moment deines Lebens, wenn du nicht glücklich bist, dann schreib mir einfach mal und wir gucken mal, wie ich dir helfen kann. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen, hat euch inspiriert. Dann schreibt es mir sehr gerne in den Kommentaren und zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!